Eine Kompositionsskizze anzufertigen, gehen wir genauso vor wie mit der Hell-Dunkel-Studie. Müssen erstmal das Format übertragen und wichtige Punkte an der Seite festlegen, damit wir die genaue, den genauen Platz haben, dort wo wir zeichnen wollen, also dass wir praktisch die Proportionalität des Bildes aufrechterhalten. Und dann skizzieren wir, ähnlich wie wir das in der Hell-Dunkel-Studie gemacht haben, die wichtigsten Elemente des Bildes. Das muss nicht genau sein, aber es sollte ungefähr proportional sein. Hier die Flasche, dann oben den Hintergrund, die anderen Gegenstände auf dem Tisch und die Figuren. Bei einer Kompositionsskizze mit Figuren ist es immer ganz gut, wenn man zum Beispiel ein bisschen zumindest andeutet, wo das Gesicht hinblickt mit einem Augenstrich und einem Nasenstrich. Und ja, wenn man das gemacht hat, dann geht es weiter, dass man praktisch das Kompositionsschema erfasst. Das heißt, man zeichnet mit roten Linien die Hauptrichtung, die Blickrichtung ein. Also das heißt, wie wird dadurch das Bild gelenkt und dann welche Hauptkompositionslinien haben wir. Hier wäre dann eben auch die Figuren, sind natürlich zwei wichtige aufrechte Linien und der Hintergrund, sodass wir dann hier genau das haben. Am Schluss schreibt man noch daneben, was wichtig ist.